Ein guter Whisky braucht seine Zeit. Die Idee, den eigenen Whisky im Oldenburger Münsterland zu brennen, auch. Schon 2005 reift bei Jens Lübbehusen die Idee, etwas Neues zu beginnen. Zeitgleich fällt ihm ein altes Brennbuch von 1832 in die Hände. Die finale Idee findet sich aber nicht in dem alten Buch. Stattdessen wird es ein Whisky. Musik 2012 beginnt Jens Lübbehusen, eine eigene Malt Distillery aufzubauen. Whisky kommt ab sofort nicht mehr nur aus Schottland, sondern aus Emsteg. Dabei macht sich ein eigener Whisky nicht einfach so. Das Thema ist unheimlich komplex, erfordert Wissen, Leidenschaft, Durchhaltevermögen und eine Menge Geduld. Denn das Ergebnis der heutigen Arbeit lässt sich immer erst nach 5 Jahren probieren. Und da 5 Jahre doch eine lange Zeit sind, überlegte sich unser Existenzgründer in der Zwischenzeit, einfach noch einen eigenen Gin herzustellen. Diesmal übrigens nach einer Rezeptur aus dem besagten Braubuch. Inzwischen lässt sich sagen, auch der Whisky, das eigentliche Hauptprodukt des Hauses, ist ein voller Erfolg. Kenner aus Norddeutschland und weit darüber hinaus erfreuen sich inzwischen an dem edlen Tropfen aus Emsteg. Und der lässt sich eindrucksvoll erleben. Bei Firmenführungen lässt sich die gesamte Produktion bestaunen. Es gibt reichlich Wissenswertes zum Thema und natürlich klingt jede Führung mit einem guten Glas Whisky aus. Für die kulinarische Bereicherung des Oldenburger Münsterlandes geht der Preis für den Existenzgründer des Jahres an Jens Lübbehusen.